Das Besondere an jedem Tisch ist, das sind zwei verschiedene Steine. Wir haben einmal einen weißen Marmor, da habe ich die Kontur ausgeschnitten, und einmal nochmal aus dem schwarzen Granit. Hab die dann miteinander vertauscht und habe den schwarzen Granit in den Marmor eingesetzt. Die Fugen verschlossen, und so kann man halt relativ komplexe Formen, die halt sonst nicht halten würden und sowas, in so einen Tisch einarbeiten. Das macht dann auch den Tisch, wertet ihn irgendwo ein bisschen auf, er ist individualisiert, persönliche Erinnerungsstücke oder wenn man irgendwie aus dem Urlaub was hat, Haustiere, das kann man eben in so einem Tisch dann übertragen, das dann halt zum Eyecatcher im Raum machen und genau, kann man halt auch komplexere Formen eben darstellen, weil es dadurch, dass es dann wieder durch die Fugen verschlossen sind, extrem stabil ist und genau dieselbe Stärke hat wie ein normaler Marmortisch.